Hallo, willkommen beim Golf Newcomer. Vielen Dank, dass du hier bist. Meine Frage für dich heute ist folgendes: Muss ich meine Handgelenke einsetzen, wenn ich einen kleinen 30, 40 Meter Pitch über einen Bunker oder Penalty Area machen muss? So wie du sehen konntest, wenn ich eine Bewegung mache mit wenig Handgelenk, fliegt der Ball sehr, sehr hoch. Ich habe am Ende des Rückschwunges wahrscheinlich leicht abgewinkelt, aber das war das Gewicht des Schläges, das dafür gesorgt hat. Aber mein Schwungfeeling, mein Schwunggedanke war beim Ausholen ganz ruhige Hände. Beim Runterschwingen ruhige Hände und beim Durchschwingen. So, um meine Frage zu beantworten, beim 30, 40 Meter Pitchschlag, wo der Ball hoch sollte und schnell liegen bleiben sollte, ist es gar nicht notwendig, am Anfang, als Anfänger und später, die Handgelenke einzusetzen. Ich weiß, du fragst jetzt vielleicht, wo und was ist, wenn ich aus dem Rough spiele, wenn die Lage komisch ist. Wenn ich unbedingt stark in den Boden möchte, das werde ich gleich beantworten. Aber ganz kurz, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, ganz einfach, ich habe den Ball sehr weit vorne im Stand gespielt. Meine Füße waren parallel oder fast parallel zum Ziel. Es ist okay natürlich, wenn du ein bisschen offen stehst. Mein Gewicht war auf der linken Seite, ganz wichtig. Ich würde sagen, so 60, 65% hatte ich links belastet. Und dann beim Schwingen dachte ich natürlich wenig Handgelenk oder gar keine. Und ich habe dafür gesorgt, dass ich gerade zurückgeschwungen habe, dass mein Schlägerkopf vor meine Fußlinie blieb und nicht dahinter kam. Und dann habe ich einfach das Gewicht arbeiten lassen. Meine Hände und Schläger haben dafür gesorgt, dass ich meine Arme gesenkt habe, während ich mein Gewicht verlagert habe und meine Hüfte gedreht habe. Das klingt wie viel, aber das ist nicht viel. Fallen lassen, drehen. Fallen lassen, Gewicht verlagern. Okay, und dann habe ich dem Schläger erlaubt, die Arbeit zu machen. Also der Loft, die 58 Grad Loft von diesem Schläger hat dafür gesorgt, dass der Ball hochgeflogen ist, obwohl ich nach unten geschwungen habe. Und da ich nicht viel mit den Handgelenken gemacht habe, konnte ich nicht viele Fehler machen. Okay, so ist es wirklich eine tolle Sache für den Anfang, vor allem für den Anfang, wo man ein bisschen Angst vor diesen kleinen Pitchschlägen hat. So, jetzt zum Punkt, wenn das Gras länger ist, wenn ich steil in den Boden möchte. Muss ich dann Handgelenk einsetzen? Eigentlich nicht. Alles, was du dann tun brauchst, ist das Gewicht mehr auf der linken Seite und vielleicht den Ball mehr in der Mitte zu spielen. Dann wirst du automatisch steile runterschwingen und der Schläger wird tiefer in den Boden reinkommen. So, wenn du Respekt und ein bisschen Angst vor diesem kleinen Pitchschlag hast, verwende diese Technik. Es wird funktionieren. Und es ist so viel einfacher und sicherer. Je länger du dann danach spielst, desto sicherer wirst du werden. Du wirst den Schläger etwas lockerer greifen und du wirst automatisch anfangen, die Handgelenke ins Spiel zu bringen. Und dann könntest du den Ball auch so pitchen. Okay, aber für jetzt hast du jetzt eine Methode. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte Daumen hoch. Wäre super und teile bitte dieses Video mit anderen Golfern, die sowas brauchen.